Du bist aufgewachsen als Sohn eines Jazzmusikers und hast dadurch viele Leute als Gast des Hauses kennengelernt, die man sonst eher von Schallplatten kennt. Genau. Zum Beispiel, wer war da dabei? Chick Corea zum Beispiel. Wow. Da war ich leider nicht geboren. Schade, ne? Ja. Chick Corea ist da und was passiert? Ich bin nicht geboren. Frechheit. Ja. Aber du hast dann schon auch noch welche richtig mitgekriegt, auch genau. Während deiner Kindheit dann. Mhm. Hat es dich dann eingeschüchtert, dass du irgendwie gesagt hast, boah, so gut werde ich eh nie werden, oder war es eher Inspiration? Nee, eigentlich nicht. Die waren ja einfach Menschen. die haben auch Hallo gesagt und Bier getrunken und sowas, okay. Was ich auch manchmal mache. Hallo. Kein Bier hier. Und du hast dann aber, war das dann für dich relativ klar, dass so diese tolle Welt mit diesen spannenden Menschen, dass du das auch mal machen willst? Oder waren das einfach nur so Gäste des Hauses und wenn es jetzt irgendwie Pfarrer oder Bäcker gewesen wären, wäre es auch nicht viel anders gewesen? Das wäre interessant, dann wäre ich Bäcker gewesen. Ne? Nee, das hat eigentlich nicht damit zu tun, dass ich die ganzen Leute getroffen habe, glaube eher, weil mein Vater diese Musik, diese Lust auf Musik und Energie und so mir gegeben hat. Mhm. Du bist dann auch ziemlich schnell in den Kopenhagen Boys Choir gekommen. Hast du das so richtig tatsächlich gesagt? Das hast du gesagt, ja, wir haben uns lang vorher unterhalten. Ja. Hast du da so richtig die alte Schule klassisch singen gelernt? Genau, Disziplin und Ordnung und Bach und... Das heißt, du kannst uns jetzt einen schönen Franz Schubert Song genau. Irgendwie? Genau. Nochmal? Nee. Ja. Nee, kein Schubert. Ich kann ein bisschen... Nee, das werde ich nicht singen. Doch. Nee. Ein Satz. Jauset froh locker auf, preise die Tage, rühmet was heute. Dann nee. Sehr gut. Da lernen wir doch nicht. Wobei du ja dann gegangen bist, als du in Stimmbruch gekommen bist. Das genau, war ja dann genau. Boys Choir. Und die Sache ist auch, ich habe damals kein Deutsch verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Das heißt das auch, dass ich bin nicht so sicher, was ich jetzt singe. hat aber wunderbar ja, funktioniert. Ja, hast du es verstanden? Ja, na, ich kenne das. Ach, schön. Kannst du es auch singen? Sopran vielleicht, dann können wir zusammen ein bisschen basteln. Da fehlt mir doch die richtige Ausbildung. Und dann hast du aber angefangen, doch auch Popmusik zu machen. Und bist dann auch hier in Berlin, glaube ich, warst du sogar 2009 Künstler des Jahres oder so bei Radio 1. So. Genau. Ist dir auch gut angekommen. Hast vor einem Jahr dann deine letzte Platte gemacht und bist jetzt eben am Pendeln. Erklär doch mal so ein bisschen genauer, wie machst du das? Wann bist du in Kopenhagen? Bist du da? Also normalerweise nehme ich das Bus oder sonst halt Flug. Was? Nein, aber also wie teilst du dein Leben auf? Bist du dann ein paar Tage hier und nee, oder wochenweise? Ich bin wahrscheinlich in Berlin zweimal im Monat oder sowas. Ein bisschen länger und das ist davon abhängig, wie viel ich dann turniere. Mhm. Wenn ich dann viel auf Tour bin, dann halt nicht so viel. Dann geht es nach Hause, um Geld zu verdienen, dass man wieder touren kann. Und das ist auch wirklich bei dir so die Einstellung, dass du den anderen Job nur machst, um das Geld zu bekommen als Musiker? Oder weil es klang ja schon auch ganz interessant. Du hast studiert, glaube ich, Soziologie mhm. und machst so Quartiersmanagement. Was kann man sich da vorstellen? Ja, kann man sagen. Und ist es dann so, wenn du eine Weile tourst, dass du auch schon sagst, das ist jetzt, ich freue mich dann auch wieder da mit meinen Leuten zu arbeiten? Oder ist es mehr? Es macht mir schon Spaß zu machen, aber nicht so viel Spaß wie okay. Musik zu spielen. Also wenn du könntest, würdest du schon Vollzeit. Na klar, ja. Okay. Aber ich mag halt manchmal zu wissen, dass ich auch die nächste Monatsmiete zahlen kann. Ja. Naja, es befreit natürlich auch die Musik. Mir ist es auch immer sehr angenehm gewesen, dass ich im Zweifelsfall sagen kann, wenn es jetzt künstlerisch nicht mehr so viel bringt, dann muss ich es auch nicht machen. So, genau. Ja, das war immer wichtig für mich, dass es... Die ganzen Musiker, die womit ich sonst spiele, die verdienen ihr ganzes Geld, um Sachen zu machen, die eigentlich nicht machen möchten. Ja, dann ist es besser im Kopenhagen Quartiersmanagement. Genau. Du bist jetzt gerade kurz davor, deine Platte zu veröffentlichen. Ende genau. April, glaube ich, ist es. Wie heißt sie? Anfang Mai. Es heißt Anfang. Carry Me Down. Es gibt auch Titel drauf, die ein bisschen, sag ich mal, glücklicher sind. So. Ja. Tonight we drink to die. Tonight we drink to die? Ja.
Das Team, was du da zusammengestellt hast, da ist witzigerweise Ian Fischer dabei, über den wir bei einer der letzten Sendungen sehr gesprochen haben, weil der mit Tim Neuhaus auch zusammenarbeitet. Genau, der ist überall. Ja, den muss ich jetzt mal kennenlernen, den Ian Fischer. Müsstest du. Und Hattler hat auch mitgemacht bei der Platte. Wie hast du dieses Team zusammengestellt, diese drei Leute? Wie kam das? Die Geschichte ist so, dass Ian ist ein guter Freund von mir, der auch ganz lange in Berlin gewohnt hat. Und der kannte meine ganzen Songs auf der letzten Platte. Unter anderem O Ulysses, ein Song von mir, was der mehrmals gelobt hat. Und wir haben uns dann zu einem Wohnzimmerkonzert getroffen in Ende 2011 und ich habe ihn dann gefragt, was hältst du von den Versionen auf der Platte mit Band? Und er hat tatsächlich gesagt, hey man, I love that song, but it sounds like a fucking Christian band. Und nachdem ich ein bisschen gelacht habe, haben wir dann festgestellt, okay, dann lass uns das nochmal aufnehmen. Weniger christlich aufnehmen. Also Orgel halt, ne? Aber ja. Und als wir dann angefangen haben, wir haben den Konzert in Kopenhagen gespielt und Hattler hat dann auch mitgespielt und festgestellt, dass mit dieser Stimme müssen wir unbedingt was machen. Das versteht sie nicht. Sag es ihr lieber nicht, das ist zu viel Lob. Das ist nicht so. Nee, aber yeah, it's really very nice how Hattler and you blend together. Yes. Hattler, it's awesome Hattler. To have you here. It's really very beautiful. Du hast dann, das fand ich ganz schön, du hast dann im Vorgespräch gesagt, dass es sich so schön ergänzt hat, dass Ian so eine Erdkomponente hat und Hattler hat Luft. Da ist natürlich jetzt die Frage, was bist du dann, Wasser oder Feuer? Das ist so abhängig Feuer. Von Ort, würde ich denken. Okay. Ja. An welchem Ort bist du Feuer? Das besprechen wir nach der Show. Nee, ich weiß nicht, was ich bin. Aber ich weiß, dass also von Stimme her auf jeden Fall ist Hattler sehr viel Luft und sehr... Und Ian ist halt sehr... Und er ist so, let's do it, do it, do it, do it, do it. And me and Hattler were like, let's think about it and feel it and, you know, maybe have a cup of coffee and another beer and tomorrow we'll look at it. So. Aber das ist mir oft aufgefallen, dass es wirklich so Mischungen gibt. Ich bin zum Beispiel vorher ein riesiger Police-Fan gewesen und das hat auch Sting nie wieder so hingekriegt wie mit diesen drei Leuten, genau. Die eben so jeder so sein Element damit einbringt. Und das ist tatsächlich auch so gewesen, dass nachdem wir den O Ulysses gespielt haben und aufgenommen haben, dann bin ich langsam da. So ist es so gewesen, dass ich meine Songs für diese Konstellation, diese Trio geschrieben habe. Einfach so langsam. Das heißt, du hattest vorher noch gar nicht viele Songs fertig. Du hast dann wirklich daraufhin dann die Platte erst gemacht. Genau. Ja. Da bin ich sehr gespannt.